So, hallo Leute, mal wieder willkommen zurück zu Infernal. Ich sehe mich jetzt schon gerade 5 Minuten lang Schneller, an der Chaos hat die Umgebung Operation satt. schon gestartet. Ja, und hör mir dieses gelobte Geplopsel von dieser Trulli hier an. Oh Gott, ich mag sie nicht. Vor allem, weil sie jetzt anscheinend alle 5 Sekunden irgendwas loslässt, wie: "Wir müssen uns beeilen, wir sind spät dran. Oh mein Gott, mein Laden macht gleich zu. Ich muss mir noch eine Handtasche kaufen." So ein Geschwurbel eben. Ich mag dich nicht. Das ist so dieser typische "Ich bin blond und hab Titten"-Charakter. Ernsthaft, hätte man mir lieber eine Streberin hingestellt, die stattdessen ein bisschen was Schlaueres zu sagen hatte und die einem ein bisschen sympathischer ist, das hätte das Spiel richtig aufgewertet. Zumindest für meinen Geschmack. Naja, gut, man muss nehmen, was man kriegt. Und wenn es halt 2 Handvoll Silikon sind, dann muss das eben ausreichen. Das sieht schön aus. Na, Halt! das nicht. Hör zu, ich habe einen Plan. Ich kenne die Anlage. Lenke sie ab, solange es geht. Ich werde das Tor von innen öffnen und dich reinlassen. Mal überlegen, ich soll sie ablenken. Ich bin ein Typ, der in grasgrüner Landschaft in einem, knallroten Pulli samt roten Tattoos rumeiert. Also wenn ich da nicht auffalle. Och nö. Das sind so Sidestep-Teleport-Fuzzis. Och, meine Fresse. Nö. So, mal gucken. Ich soll sie ablenken. Habe ich was getroffen? Natürlich nicht. War ja auch zu einfach. Ich hasse euch. Euch und alle, die euch nachäffen. Na, noch einer da? Kuckuck. Ah! Ihr könnt euch nicht verstecken! Nicht vor meinem "Ich gucke durch den Zaun"-Skill und wie ist sie da reingekommen? Jetzt, Ryan! Rein mit dir! Es ist offen! Ernsthaft, wie kam die da rein? Hä? Hab ich irgendwas verpasst? Das sind doch. Moment, hier ist alles unter Strom gesetzt. Wie ist die da reingekommen? Okay, wahrscheinlich am Torwächter vorbei oben ohne. Irgendwas in der Richtung. Für irgendwas muss sie ja gut sein. Ein Mädchen zieht ja mal ein BH an. Ich kann deine. Ach, egal. Fanservice. Ja, genau hinguckt der. Naja. Ich hab nichts gesagt. Gucken wir uns lieber die Natur an. Schöne Natur. Ach so, das ist eine Fahne. Ich habe schon gerade gedacht, was wabert denn da so? Ah, und da oben ist ein Scharfschütze. Sehr schön. Schönes Ding. Okay. Ach, du machst dich auch mal nützlich. Das finde ich ja interessant. Habe ich keine Handgranaten mehr? Was? Nee. Ich will eigentlich nicht teleporten. Aber das scheint sie abzulenken, wenn ich das antäusche. Sehr schön. Ha! Nehmt das, ihr Möchtegern. Dazu fällt mir nicht mal eine Beleidigung ein. Ich meine, die sind schon eine Beleidigung an sich. Was? Wie? Okay. Das war jetzt gerade richtig anstrengend, dir Deckung zu geben. Ich hätte den Typen so nie gefunden, der auf dich schießt. Ernsthaft, der war so gut versteckt. Also, wow, also, ja, komm, du könntest mich mal loben hier. Dann eben nicht, blöde Kuh. Ich bin blöde. Ich mag sie echt nicht. Die kann von mir aus draufgehen. Ein wichtiger Nebencharakter. Ach, gucke da. Noch so ein Sidestep-Depp. Kann ich auf die Dinger schießen? Natürlich nicht. Kann ich auf sie schießen? Auch nicht. Sehr schön. Ich wollte sie nur noch mal getestet haben. Also nicht, dass ich auf sie schießen möchte. Also. Oh, sie hat sich geklont. Schön. Er ist verwundet. Ich bin nicht verwundet. Okay. 7 HP. Eine Laserpistole. Schön, schön. Heile mich. Oder nicht? Na ja gut, geheilt bin ich ja. Wie komme ich jetzt eigentlich auf heile mich? Egal. Egal.
Ja, wobei ich mit denen mal lieber auf, wenn hier noch mehr so von diesen Sidestep-Deppen kommen. Weiter. Das meinte ich gerade mit diesen, alle 5 Sekunden kommt derselbe Satz. So, ansonsten... Ah, Kisten. Ich mag Kisten. Kisten sind was Schönes. Gut, gut. Danke. Warum auch immer die Dinger bei jedem Scheiß aufgehen, der da gerade abläuft. Ja, komisch. Da könnte auch ein Eichhörnchen vorbeikommen. Tolle Sicherheitsmaßnahmen. Das wär's doch eigentlich mal, ein tollwütiges Eichhörnchen. Das hätte ich ganz gerne als Partner. Oder ein atomar verseuchtes Frettchen. Irgendwas Nützliches, was auch halbwegs niedlich ist. Aber nicht sowas. So, okay. Hallo, mein Freund. Ey. Mein... Wir haben kaum noch Zeit. Ja, aber wir haben noch keine Zeit. So, erstmal den hier. Ich glaube, der hat einen Scharfschützen, oder? Nee, der hat kein Scharfschützengewehr. Kam mir aber gerade so vor. Ah! Merke, in Türmchen gibt es immer Scharfschützengewehre. So, das ging dann. Los, das komm, so, wir haben keine okay. Zeit. Okay, gut. Moment, wir haben hier eins, wir haben dort eins. Okay, man muss kein Einstein sein. Wenn wir schon dreifach Teleport kriegen. So, na? Ja. Einmal hier. Komm schon, Ryan. Wir haben keine Zeit. Aber wir haben doch keine Zeit. Ne. Ich laufe ja immer denselben Scheiß runter. Das fällt eh keinem auf. Ja, Laufschlampe. Lauf in dein Verderben. Das gefällt mir. Habe ich schon erwähnt, dass ich sie nicht leiden kann? In ihr Verteidigungssystem einzudringen. Wir treffen uns oben. Das soll heißen, du machst also wieder eine Strip-Show vor den Typen, die aufpassen sollen. Find ich gut. Hey, sag mal, mit was schießen die Typen? Sag mal, geht's euch zu gut? Ich will eure Waffen, was auch immer ihr da gerade benutzt habt. Wo ist er denn? Ja, find ich fair. Du findest mich immer schon recht. Ha! Hat sich ausgeblumst. Naja gut, einen großen Blumser gab's noch. Mit einem großen Knall, oh ja. So sind sie mir am liebsten. Explodiert in 1000 Stücke. Ich mag Puzzles. Na, wo sind sie denn? Was? Wie? Ach nö, ja natürlich kommen da noch mehr. Warum auch nicht? Unsere tolle Begleiterin hat sich ja die Mühe gemacht und vorher noch richtig schön alles entsorgt, was da rumrennt und was wird das? Muss ich jetzt verstehen, was das soll? Hat der mich gerade schlagen wollen? Du spinnst ja wohl. Nicht zurückbringen lassen. Positionen halten. Ja, ihr könnt da sein, wo ihr wollt und ich frage mich jetzt gerade, was das jetzt gewesen war. Versuchen die mich jetzt schon mit so komischen Fallen einzusperren? Jetzt hoffe ich mich auf jeden Fall noch voll aus. Was ist denn das für ein Ding? Schwere Strahlenwaffe? Ist das so eine neue Bazooka? Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ich bräuchte ein Ziel. Ja doch, die hat Wumms. Wo ist denn der zweite? Hier, oder? Ja. Ey, ich hab Mega Man Blaster. Geile Scheiße. Das Ding gefällt mir. Kann man das eigentlich auch... wahrscheinlich kann man das chargen. Das will ich jetzt nochmal nicht ausprobieren. Die Munition ist mir zu wertvoll. Alter, das Ding ist nicht übel. Hat sowas von einem Granatwerfer. Gut. Bin ich eigentlich... ja, doch, ich bin ganz gut versorgt. Ach, ja natürlich. Jetzt kann ich da durch. Schöne Scheiße. Hier noch was... Nö, natürlich nicht. Hier haben sie natürlich abgesperrt. Also ich muss sagen, diese Naturareale gefallen mir richtig gut. Hätte man öfters einbauen können. Keine Bewegung. Aber ich bewege mich doch gar nicht. Ich will deinen Mega Man Blaster. Das Ding hat Wumms. Ich mag Wumms. Vor allem, wenn ich es gegen Gegner einsetzen kann. Oh ja. Hey, ich komme mir toll vor. Ich kann mich zur Seite teleportieren. Hui. Ich bin Sidestep-Man. Sidestep-Man, das wäre doch ein richtig guter Mega-Man-Gegner.
Gefolgt von Ruffel Mao Man und Scatman. Genau. Mhm. Der Scatman muss unbedingt mit rein. Der rappt einen dann zu Tode. Was denn? Das sind wenigstens noch kreative Gegner. Nicht dieses Recycling von wegen Hauptsache Gatsman kommt 10 Milliarden Mal vor. Oder Dr. Wily ist am Ende immer der Böse. Oh mein Gott, der sagt was gegen Megaman. Ja und? Seid doch mal ganz ehrlich, das ist immer dasselbe Schema gewesen. Am Ende bekam man immer wieder dieselben recycelten Roboter vor die Nase gesetzt, die man schon 10 Milliarden Mal getötet hat. Und von dem man sich immer wieder fragt, warum macht er sich noch die Mühe und repariert den Scheiß, wenn er eh weiß, dass wir sie besiegen können. Hm. Naja. Es ist halt ein Erfolgsrezept gewesen, wie Mario. Jetzt seien wir doch mal ehrlich. Er rennt alle Nase lang einer Prinzessin hinterher, die offensichtlich nicht an ihm interessiert ist. Hm. Ja gut, die Message ist halt natürlich wahrscheinlich wieder, ha, Hauptsache du bleibst am Ball. Ich könnte ja klappen. So, ist hier irgendwas? Sieht nicht so aus. Hm, Sendeanlage. Na, was soll ich mit einer Sendeanlage? Aber ich finde es ja interessant, dass die Typen sogar ihre eigene Flagge haben. Da komme ich mal wieder auf das Thema zu sprechen, wo ich schon mal gehabt habe, von wegen Menschenorganisation, denen man durch Technologie und vereinzelt auch durch göttlichen Eingriff Fähigkeiten verleiht. Also wie ist das eigentlich? Ist diese Organisation bei den Menschen bekannt? Oder weil ich kenne jetzt keinen Verein, der hinter den Linien arbeitet, im Verborgenen sozusagen, und seine eigene Flagge hinhängt. Hm, okay, CIA, FBI, das sind ja bekannte Fälle. Also so Geheimorganisationen, aber ich habe auch noch nicht gesehen, dass sie irgendwo irgendwelche Geheimbasen haben, wo sie dann einfach mal denken, hängen wir einfach mal unsere Flaggen dahin. Moment, doch, das müsste der richtige Weg sein. Wie gut, dass ich mich umgeguckt habe. Wie? Was? Wo? Ah! Okay, los jetzt. Es liegt noch viel Arbeit vor uns. Was genau hast du jetzt eigentlich großartig gemacht? Ich habe jeden Gegner entsorgen dürfen, der an dir vorbeispaziert ist. Du hast noch nicht mal ein Tor aufbekommen. Du hast mir wieder die ganze Zeit die Fingernägel lackiert und Justin Bieber angehört. Gib's zu. Ich hasse sie. Oh ja. Scharfschützengewehr. Ich liebe es. Kann ich nicht einfach ein laufendes Scharfschützengewehr als Partner haben? Ach, kommt schon. Das wäre mal wenigstens episch. Der Feind ist hier. Wie bin ich jetzt nur darauf gekommen? Ich habe einen Captain Obvious gefressen. Na? Der hat eine Handgranate geworfen. Das habe ich gesehen. Nehmen die eigentlich auch Schaden, wenn sie in diesem Sidestep-Modus sind? Oder poltert sie das da raus? Also ich habe jetzt gerade den Eindruck, wenn ich mit dieser Energiewaffe auf sie ballere... Aua! Wie hilfst du mir? Was wollte ich jetzt gerade sagen? Ach ja, genau. Ich habe den Eindruck, wenn ich mit dieser Energiewaffe auf diesen Sidestep-Modus ballere, hört das auf zu wirken. Ach, halt doch die Klappe, du blöde Tulli. So. Machen wir noch mal ein bisschen Chaos hier. Ja. Yeah. So, scheiß Space Marines für Arme. Komm, das ist mir jetzt einfach zu blöd mit denen. Schön, dass dir das auffällt. Hm, 6,50? Ich weiß, der Gag ist nie ausgenudelt. So. Erstmal wieder schön auftanken hier. Wie viel kann ich eigentlich mitnehmen? So 100 Schuss? Hm. Und hier haben wir... Na? Ah! Ach, ich wollte schon gerade sagen, warum kann ich nicht zurück? Die blöde Kuh hat die Tür an mir zugemacht. Ach, okay. 100 Schuss und dann 20 im Magazin. Okay. Ich glaube, mit der renne ich jetzt mal ein bisschen länger rum. Die ist sehr effektiv. Die haben alle... Lass mich das erledigen. Ich weiß, wie man die Sicherheitscodes knackt. Du stellst sie jetzt einfach nur von den Scanner und hebst die Bluse hoch. Ist jetzt mal so meine Vermutung. Damit boxe ich doch die ganze Zeit durch die Gegend. Gib's doch zu, dass ich durch die Aufnahmeprüfung geschlafen, du Luder. Ich mag es. Das mag ich nicht. Was soll ich denn hier machen?
Kann ich einen Todesstern rufen? Ich weiß nicht, mache ich dem Ding überhaupt Schaden?